Und willkommen zum Halbzeitmatch. Das Match der Diven. Eine davon fast jede Woche in Action. Name sie die große und mächtige Trixie. Und nein, sie wird heute nicht auf Rosemary treffen, sondern auf jemand anderes, die noch ein Tuck gefährlicher ist. Na, wo ist er? Da haben wir sie mit Handtuch. Shayna Baszler. Für Trixie eine schwere Aufgabe. Nicht unmöglich, aber schwer. Zumindest sollte sie sich aus irgendwelchen Chain Wrestling Aktionen raushalten. Oh, sehr schön. Butterfly Suplex, noch ein zweiter. Und dann Double Anhook. DDT. Sehr toll gemacht. Also genau so muss sie das ganze Match über durchführen. Shayna die ganze Zeit beschäftigt halten. Darf ihr keine Pause gönnen, wie zum Beispiel jetzt, wenn sie hier so am Posen ist. Jetzt geht sie hinterher und zeigt einen Atomic Drop. Und einfach überrumpelt und jetzt auf die Nase gehauen. Gut, sie kennt Shayna besser. Ich meine, die waren auch mal in einem Fatal 4-Way-Match zu Gang oder Triple Threat. Aber bisher, sie macht das richtig. Shayna Baszler keine Pause geben. Und wenn die Frau einmal zupackt, dann wächst kein Gras mehr. Und Trixie hat eine sehr, sehr gute Technik. Oh, Superplex. Und Falcon Arrow. Nur eine sehr, sehr schöne Kombination. Also jubelt wieder. Soll nicht so viel jubeln. Weil dann genau passiert nämlich sowas. Wenn eine Shayna Baszler mal Gas gibt, dann gibt es Problematiken. Wollte ich mal so gesagt haben. Oh, der Kick ging aber voll ins Leere. Und Atomic Drop. Sie schüttelt das einfach ab. Und schöner Monkey Flip, sehr, sehr schön gemacht. Naja, den Staub von den Armen wischen. Wahrscheinlich sollte irgendwie nicht im Topform, habe ich so das Gefühl. Aber naja, kannst du machen. Nichts muss gucken, doof. Oh, da hat sie sich jetzt auch wohl ein bisschen übernommen. Und ein Tilt-A-Whirl. Nein, einmal übergedreht und nochmal. Oh, rollt sich rüber. Na, einmal Handgepäck. Zweites Mal. Oh, mit dem Cover gleich hinterher. Sehr, sehr schön gemacht. Oh, jetzt lauert sie auf Trixie.
und zum Sleeperhold eingehakt. Und was macht Trixi? Sie strampelt und fährt die den Ellbogen aus. Und da war wieder dieses typische Posieren, was sie sein lassen sollte. Also was kann ihr im Zweifel das Match kosten? Oh, Ansatz zum Hammerlock. Und da gibt sie einmal Gas. Shining Wizard, so eine Art. Ja, Shayna rollt sich raus. Trixie pfeift aber auch aus dem letzten Loch. Und jetzt kommen die Kicks. Die für gewöhnlich das Ende einläuten. Für gewöhnlich. Nein, der Punch ging vollends daneben. Jetzt geht sie in die Ringecke. Und DDT. Nein, Stunner. Ja, da klatscht sie sich einfach mal die Hände ab. Und sie klatscht auf den Popo und fängt an zu tanzen. Eigentlich sollte sie hinterher und nachsetzen, aber das ist ja zu viel Anstrengung. Sie könnte ja anfangen zu schwitzen. Das geht ja nicht. Scheint aber noch fit zu sein. Und mit so einem Flip aufstehen, da gehört doch ein bisschen Kraft dazu. Und eine Art Codebreaker. Reicht das jetzt schon für das Cover? Also für den Three-Count? Nein, tut es nicht. Und der Kick ging auch mal vollkommen ins leere Backdrop. Ja, da rollt sie sich nach draußen. Zeigt einen Neckbreaker und präsentiert sich nochmal dem Publikum in ihrer Großartigkeit. Und, Double Anok. Ach, das ist wieder diese Triple-Kombination. Und das draußen. Jetzt geht's einfach mal aufs zweite Seil. Dänzt ein bisschen. Tja, why not? Ref ist bei 7. Bei 8. Dann kriegt sie vielleicht einen Countout-Sieg. Oh, schön. Den Neckbreaker ausgekontert. Und jetzt hat Trixie, glaube ich, gleich ein Problem. Und ja, Trixie verliert das Match gegen Shayna Baszler. Was mich gar nicht wundert, sie hat zu viel Albernheit nebenbei gemacht. Darf man sich gegen einen Shayna Baszler nicht erlauben. Ja, Trixie steht da jetzt im Ring. Da ist Rosemary. Ja, die beiden haben sich ganz doll lieb. Und wir kommen zum Pre-Main-Event des Abends. In unserem Pre-Main-Event sehen wir unseren immer noch TNT-Champion, den ersten TNT-Champion, Drew Gulak. Und, oh, da ist Trent Barretta eigentlich. Sollte er gegen jemanden ganz anders antreten.
Okay, und der Ref nimmt da Trent einfach mal den Titel weg. Und wieder sollte der Titel zum Einsatz kommen. Aber schon die zweite Woche in Folge, dass eigentlich Drew Gulak gegen einen anderen Gegner antreten sollte als gegen Trent. Und DDT. Und jetzt kommt der Stuhl und die Disqualifikation. Ja, Drew Gulak gewinnt zwar das Match durch Disqualifikation. Weiß man noch nicht, was das Zeichen heißt. Naja, wir kommen jetzt zum Main Event of the Evening. So, Cedric Alexander steht bereits im Ring. Pentagon kommt, provoziert ihn. Oh, das war ein schönes Psychospielchen. Oh, jetzt Cedric Alexander schlägt zurück. Ja, apropos schlagen. Oh, Pentagon darf da erstmal gegen den Apron. Oder mal gegen den Ring vor. Weiß nicht, ist das jetzt ein False Count Anywhere Match oder? Weil der Ref steht draußen. Aber er weiß gar nicht, was er machen soll. Ja, Pentagon bekommt gerade ziemlich auf die Mütze. Halbwegs. Und einen Backdrop. Ja, kann man mal machen. Muss man nicht, kann man. Können die sich auch theoretisch mal durch den ganzen Backstage-Bereich prügeln. Ach, jetzt hat das Match erst angefangen. Dropkick gegen die Schläfe. Das tut natürlich aua. Na gut, Cedric Alexander ist natürlich ein bisschen im Zugzwang und Kopfschere. Sehr schön gemacht. Und Pump Apple Slam mit Cover gleich hinterher. Reicht das schon für den Sieg? Nein, tut es nicht. Harte Schläge gegen die untere Rückenpartie. Und ein Backcracker gibt es auch noch hinterher. Oh, schön abgefangen. Ja, man merkt, die beiden, die haben sich ganz doll lieb. Nämlich von bis überhaupt nicht. Aber sowas von überhaupt nicht. Und Suplex. Ansatz, aber da, beim Ansatz war es auch geblieben.
Und was vielleicht will ja auch Cedric Alexander einen Sieg durch Count-Out haben. Man weiß es nicht, man munkelt noch. Und Ansatz Powerbomb. Oh, sehr schön gemacht. Backcracker Bomb. Und da kommt er mit dem Splash geflogen und trifft. Punkt. Genau. Und jetzt gibt's noch mal den Move draußen. Und, oh, das wird wehtun. Damit kann er Arme brechen und, ah, das hat gezogen. Ja, Pentagon stellt sich auf sowas Seil, bejubelt sich. Und es wird ein Countout-Sieg, allerdings nicht für Cedric Alexander, sondern für Pentagon. Ja, der Champion bleibt Champion. Gut, es war kein Titelmatch, aber er bleibt weiterhin erfolgreich. Hier nochmal die Backcracker-Bomb. Tja, kann man machen. Ja, da geht er aufs oberste Seil. Jubelt für die Leute. Auch schon sehr, sehr lange Champion. Kam hier direkt als erster Champion in die AEW. Die sich ja die WXW so ein bisschen aufgelöst hat. Oder zur AEW wurde besser gesagt. Naja, das war Ivy für heute. Jetzt kommt wieder Raw is Raw. Bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag und sage auf Wiedersehen. Ciao.